Alfredo Morales, erstes Heimspiel des FC Ingolstadt 04. Habt ihr euch bestimmt anders vorgestellt, das Endergebnis? Ja, natürlich. Wir wollten heute, wie gesagt, neue Saison vor unseren Fans natürlich Punkte mitnehmen, auf jeden Fall. Hat heute leider nicht so gut geklappt. Wie gesagt, es ist manchmal so, aber ich denke, wer uns kennt als Mannschaft, der weiß, dass wir den Kopf jetzt auf keinen Fall in den Sand stecken. Gutes Stichwort Kopf. Du hast jetzt gleich zu Beginn fast ein Tor gemacht, ein Kopfball, auch wenn man die Statistik anschaut. Viel mehr Ecken als der Gegner, mehr Ballaktionen insgesamt. Eigentlich unverdient Niederlage, oder? Ja, ich denke, alles in allem kann man sagen, es war ein bisschen ausgeglichen. Wir hatten schon mehr Chancen, auf jeden Fall. Haben leider kein Tor gemacht. Hertha hat zwei Chancen gefühlt und zwei Tore. Man muss die Tore auch machen. Wir hatten heute leider nicht das Glück, aber wie gesagt, man hat, denke ich, gesehen, dass wir alles reingeworfen haben. Speziell in der zweiten Halbzeit haben wir wirklich Druck aufgebaut. Und wie gesagt, wir müssen einfach schauen, dass wir weiter hart arbeiten. Und ich denke, dass wir uns sowieso von Woche zu Woche verbessern werden. Du sagst es, hart arbeiten, nächste Aufgabe steht schon an. Wie wird die Trainingswoche jetzt aussehen? Was glaubst du, woran ist es wichtig, jetzt konkret zu arbeiten? Ja, ich denke, wir werden das Spiel auf jeden Fall analysieren und auch Fehler ansprechen, was sowieso ganz normal ist, ist nach jedem Spiel. Und wir werden versuchen, unsere Sachen, die wir nicht so gut gemacht haben, zu verbessern, so wie man das jeden Tag angeht. Ich meine, niemand ist perfekt, keine Mannschaft ist perfekt und kein Spieler ist perfekt. Und deshalb werden wir wieder gut trainieren, denke ich, uns top vorbereiten auf den nächsten Gegner. Und dann werden wir versuchen, unsere Bestleistung dann nächstes Wochenende wieder abzurufen. Robert Leiberts bei mir. Robert, erstes Heimspiel der neuen Saison des FC Ingolstadt 04. Leider 0-2 verloren. Wie hast du das Spiel insgesamt wahrgenommen? Ja, ich denke, heute hat nicht die beste Mannschaft, sondern die klügere und effektivere Mannschaft gewonnen. Berlin geht direkt mit der ersten Chance in Führung und ich glaube, das spielt der Hertha auch in die Karten. Ja, wir haben noch ein bisschen gebraucht, um ins Spiel reinzukommen, hatten dann auch durch Dario eine gute Chance und besonders nach der Pause, als wir mehr gedrückt haben und dass so dann in so einer Drangphase auch hinten mehr Löcher entstehen, ist auch unverständlich. Und ja, es ist bitter, wenn du dann noch das 2-0 frisst und dann als Verlierer vom Platz gehst. So ein Rückstand nachzulaufen, der relativ früh gefallen ist, ist bei den Temperaturen wahrscheinlich auch nicht so einfach, oder? Ich denke, das war in Hamburg ähnlich. Da haben wir es noch ausgleichen können. Aber das geht natürlich nicht jede Woche gut. Da müssen wir natürlich daran arbeiten, dass du nicht so früh in Rückstand gehst oder allgemein in Rückstand gehst und dass du dann selber mal in Führung gehst und nicht immer dann das ganze Spiel in einem Rückstand hinterher rennst. Wir haben aber viel Positives gesehen. Und die Statistik spricht ja auch für uns, was Chancen angeht. Insgesamt, für dich war es das erste Spiel in der Bundesliga. Trotz der Niederlage vielleicht dann doch ein lachendes Auge, weil dein Trainer dafür hingegangen ist? Ja, es ist schön, sein Debüt gegeben zu haben. Natürlich wäre es schöner gewesen, heute zu gewinnen. Deswegen hat man ein lachendes, ein weinendes Auge. Aber natürlich ist es ein schönes Erlebnis für mich, aber kein schöner Tag für die Mannschaft. Dann hoffen wir bald auch wieder schönere Tage. Danke. Ja. Einer unserer beiden neuen Co-Trainer ist bei mir, Algirius Giannikis Agi. Wie hast du das erste Heimspiel der laufenden Bundesliga-Saison gesehen? Habt ihr euch sicherlich anders vorgestellt, oder? Klar haben wir uns anders vorgestellt. Wir kommen, denken wir, schlecht ins Spiel rein, haben einen Ballverlust im Zentrum, kriegen dann ein dummes Gegentor und laufen dann gegen Hertha BSC Berlin, eine gut organisierte Mannschaft. Rückstand daher, müssen ein Spiel machen, haben einen großen Riesenaufwand betrieben, haben Chancen rausgespielt, leider einen Ausgleich nicht geschafft und in denkbar schlechten Zeiten kriegen wir es 2-0 und stehen unglücklich mit leeren Händen da. Die Mannschaft hat für meine Begriffe oder auch wie auf der Pressetribüne haben es gesagt, super viele Chancen ausgespielt. Woran liegt es, dass jetzt so der letzte Tick nicht da ist, dass man die Tore dann macht und sich belohnt? Ja, wir haben einen Tick zu umständlich gespielt zeitweise, aber man muss sehen, wenn eine Mannschaft auswärts, wie hat er sich auf Verteidigung beschränkt, dann ist es einfacher, immer einen Fuß dazwischen zu haben, wie man es mit dem Spiel haben muss. Das heißt, wir haben einen riesen Aufwand betrieben gegen organisierte Hertha-Mannschaft, um ins Chance zu kommen. Und dann ist es natürlich schwer, die ganz klaren auszuspielen. Aber wir hatten 3-4 glasklare Chancen und da fehlt natürlich noch ein kleines Quäntchen Glück. Damals ein Torwart da, ein Reflex da, ja, aber es wird kommen. Du sagst, es wird kommen, Hoffnung ist da. Wie baut ihr jetzt als Trainerteam die Truppe wieder auf im Hinblick auf die nächste Aufgabe? Ja, indem wir das Positive rausarbeiten und sagen, okay, wir haben nie aufgegeben, wir haben gegen eine Mannschaft, die 2 Siege hat, im Nachhinein viele Chancen rausgespielt, indem wir das Positive bestärken und in Kleinigkeiten immer wieder durch Wiederholungsprozesse in die Situation kommen, um dann eine Sicherheit zu kriegen.
Ein Wort vielleicht zu den Fans. Das erste Mal warst du im Audi Sportpark als eben FC Ingolstadt Trainer. Wie hat dir das gefallen? Ja, super. Ich meine, ich habe sehr viele Leute stehen sehen, die Mannschaft anfeuern sehen bis zum Schluss und ein sehr geiles Gefühl. Dann viel Erfolg für die nächsten Aufgaben. Wir hoffen, es geht aufwärts. Ja, vielen Dank. Dankeschön.